Jetzt kommt ein bisschen was für die Fortgeschrittenen. Simone de Beauvoir, alle Menschen sind sterblich. Ich habe das mit 17, glaube ich, gelesen und es war für mich ein totales Abenteuer. Ich habe bei meinem letzten England-Besuch, ja, also habe ich das passende T-Shirt für diese Sendung hier gefunden, nämlich Bookworm, ja, Bücherwurm. Das hier ist eine Illustration von Quentin Blake, der hat zu den ganzen Roald Dahl Büchern die Bilder, die Illustrationen gemacht. Vielleicht kennt ihr Mathilda, Charlie und die Schokoladenfabrik und all diese Sachen. Also vielleicht im Herbst gibt es mal ein Roald Dahl Buch, aber also das Outfit passt schon mal super. Jetzt kommt ein bisschen was für die Fortgeschrittenen. Simone de Beauvoir, alle Menschen sind sterblich. Ich habe das mit 17, glaube ich, gelesen und es war für mich ein totales Abenteuer. Ich war wirklich atemlos. Ich war vollkommen begeistert von dieser Geschichte. Es geht um einen Mann, der im 13. Jahrhundert einen Trunk bekommt, der ihn unsterblich macht. Und am Anfang findet er das ganz toll und fühlt sich sehr, sehr mächtig. Aber dann stirbt seine Frau, seine Kinder sterben, er überlebt alle und bleibt vollkommen alleine zurück. Und beginnt dann verschiedene Leben zu leben über die Jahrhunderte. Also ist zum Beispiel bei Karl V. ein Berater, geht nach Amerika, lebt da mit Ureinwohnern, Native Americans, geht nach Frankreich als Revolutionär. Und irgendwann macht das für ihn eben auch überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil es wiederholt sich nur und er legt sich in einen Wald und schläft, wird da aufgegriffen, kommt ins Irrenhaus. Ich verrate schon zu viel. Auf jeden Fall, eine junge, exaltierte Schauspielerin, Regine, trifft auf ihn in einem Hotel. Sie sieht ihn im Garten liegen und er macht einfach gar nichts. Und sie will wissen, was ist mit diesem Mann los? Was steckt hinter diesem Geheimnis, das ihn umgibt? Regine ließ sich in einem Rohrstuhl neben dem unbeweglichen Mann nieder und dann rief sie ihn an. Raymond Fosca! Er richtete sich auf. Er blickte Regine an. Woher wissen Sie meinen Namen? Fragte er. Ach, ich zaubere ein bisschen, gab Regine zurück. Das wird Sie ja nicht wundern, Sie sind ja auch ein Zauberer. Sie leben ohne zu essen. Das wissen Sie auch? Fragte er. Ich weiß viele Dinge. Er ließ sich wieder zurücksinken. Lassen Sie mich, sagte er, und gehen Sie fort. Niemand hat das Recht, mich hierher zu verfolgen. Niemand verfolgt Sie, sagte sie. Ich wohne seit ein paar Tagen in diesem Hotel und beobachte Sie. Ich wünschte, Sie teilten mir Ihr Geheimnis mit. Was für ein Geheimnis, ich habe kein Geheimnis. Ich möchte, dass Sie mir sagen, wie Sie es machen, dass Sie sich nie langweilen. Er antwortete nicht. Er hatte die Augen geschlossen. Wieder rief sie ihn leise an. Raymond Fosca, hören Sie mich? Ja, sagte er. Ich nämlich langweile mich, sagte sie. Wie alt sind Sie? Fragte Fosca. 28 Jahre. Da haben Sie höchstens noch 50 Jahre zu leben, sagte er. Das geht doch schnell vorbei. Also eine ungewöhnliche Begegnung zwischen Regine und Fosca und ein ganz spannender Weg durch die Frage, was macht das Leben aus? Gibt es einen Sinn? Wenn ja, welcher? Und wie viele? Also ich fand's toll und ich kann es nur empfehlen. Simone de Beauvoir, alle Menschen sind sterblich.